Moin Moin, hier ist euer Vic und heute mit Division 2. Ich habe neu angefangen, Division zu spielen. War schon über Level 30 und habe aber jetzt mit meinem Hauptaccount neu angefangen und werde jetzt immer ein Video machen für jeden Level. Ich bin noch Stufe 1 und werde das jetzt hier in dem Video spielen bis Level 2. Und ja, es gab ja mehrere Updates, auf jeden Fall wohl ein großes dazwischen. Und ich muss mich erstmal wieder reinfuchsen. Es ist jetzt schon viele, viele Wochen her, dass wir das im Team gespielt haben. Und ich werde jetzt einfach schauen, was mich erwartet. Für mich ist es fast so, als würde ich neu spielen. Schauen wir mal. Eingehender Alarm, Notfallkanal. Höchste Priorität. Die Operationsbasis wird angegriffen. Feinde sind von Süden her in den Sektor eingedrungen. Wir brauchen sofortige Unterstützung. Wiederhole, sofortige Unterstützung von allen Agents in der Nähe. Ich muss mich auch erstmal wieder in die ganzen Tastenkombinationen hineinfuchsen. Der ist mausetot. Ich will nur, dass jeder kapiert, dass er sich besser nicht mit den Hyenas anlegt. Ja, gute Idee. Ich mach mit. Die beiden sind erledigt. Wie geht man denn noch in Deckung? So, mal rüberklettern. Okay, mit X. Ah, es macht schon mal wieder echt Spaß, Division 2 zu spielen. So, da meine Kumpels aber alle über 30 sind, also nicht vom Alter, sondern von der Stufe her, muss ich zusehen, dass ich meinen Account hier wieder. So. Hier kann ich nochmal Munition sammeln, sehe ich gerade. Munitionskiste. Ich will mal eben gucken, was ich überhaupt, ob das sowas wie Schwierigkeitsgrad gibt. Bin ich mir gerade nicht mehr so sicher, aber eigentlich nicht. Die Einstellungen sind hoffentlich alle so. Sprunganzeige aktivieren, Entfernungseinheiten, Deckungsfische. Ich hatte ja so ein paar Einstellungen in meinem anderen Account, die schon nicht schlecht waren. Verbindungsinformationen brauchen wir nicht. Das ist alles ein. Fertigkeiten im Gruppen. Im Grupperahmen, dann kann man sehen in der Gruppe, was die anderen für Fähigkeiten haben. Erwartetes Sichtfeld. Ja, ist eigentlich auch nicht so dösig.
Bewegungs... was ist das? Bewegungsübelkeitsmodus. Ja, das lassen wir mal schön. So, was haben wir hier? Hat anpassen, lassen wir mal. Tastenfarbemodus, Audio, Steuerung, Grafik. Das lassen wir auch alles mal. Barrierefreiheit. Da war auch irgendwas gewesen. Sorry. Bildschirmtastatur, Sichtbarkeit der Textchat. Sprachausgabe, Benachrichtigung, Untertitelgröße, farbige Untertitel. Na, das passt soweit erstmal. So, dann weiter im Text. An alle Regierungsmitarbeiter, das Weiße Haus wird angegriffen. Das ist keine Übung. Das ist keine Übung. Wir sollen sicherstellen, dass keiner von hinten kommt. Leben kommst du hier nicht weg! Komm schon. Ein Division Agent bewegt sich nach Norden Richtung Weißes Haus. Er scheint eine Gruppe Hyänas dezimiert zu haben und ist jetzt unterwegs. Agent, falls Sie uns hören, rücken Sie weiter vor und überrumpeln Sie diese Mistkerle. Ich bin dabei. Daran erinnern, dass das am Anfang so war. Werfen weiß ich jetzt gerade nicht mehr. Müsste alles frei sein, dann kann ich mich schon vorrücken. Ich höre echt gar nichts. Es sind alle verschwunden. Hier bei mir habe ich noch einen. Wo ist er denn jetzt? Blute! Das ist der Agent! Löschen Sie das Feuer! Okay, hier scheine ich erstmal ein bisschen in Sicherheit zu sein.
Das wird ja später dann auch unsere Operationsbasis. Genau, passt gerade gut. Sie betreten einen sicheren Bereich. Gut, das klingt schon mal sehr gut. Gut, dass Sie rechtzeitig gekommen sind. Oh, ja. Danke für Ihre Hilfe. Sie sollten bei Manny vorbeischauen, unserem Koordinator. Oben im blauen Raum. Und kommen Sie wieder, wenn Sie mal technische Hilfe brauchen. Schon krass, wie das am Anfang noch alles ausschaut hier. Decken wir uns gleich mal direkt ein. Und das andere zerlegen wir direkt. Weil nachher, man lootet so viel, das ist Wahnsinn. Und wenn man nachher höhere Level inne hat, dann lootet man sowieso entsprechend wieder. Das sind Sie. Willkommen in DC. Ich bin Manny, der Funker. Sind Sie wegen des Division-Alarms hier? Verdammt gut, Sie zu sehen. Ich zeige Ihnen, wie beschissen die Lage ist. Seit die JTF zusammengebrochen ist, ist die Stadt ein Tummelplatz für mordende Schwachköpfe. Es gibt mehrere große Fraktionen und eine Menge Aasgeier, die fressen, was die Großen übersehen haben. Ein paar zivile Siedlungen konnten den Verbrechern bisher noch standhalten. Aber sie brauchen mehr Hilfe, als wir ihnen bieten können, vor allem seit das Division-Netzwerk verstummt ist. Das ist Kelso. Eine der letzten Agents in DC. Sie leitete eine zentrale Mission von der Theatersiedlung aus. Stellen Sie sich bei ihr vor. Wenn wer weiß, wie man die Systeme online bringt, dann sie. Oh, und gehen Sie bei der Gelegenheit zu den Einheimischen. Sie werden sich freuen, dass ein neuer Sheriff in der Stadt ist. Tja, Leute, das war's schon. So schnell ist Stufe 1 vorbei. Agent, gehen Sie doch mal runter zum Quartiermeister. Er kann Sie mit Division Tech ausstatten. Sie werden den Vorteil gut gebrauchen können. Und somit habe ich Stufe 2 erreicht. Ja, dann würde ich sagen, der gute Mann kann eine kurze Pause machen und wir sehen uns dann im nächsten Video. Lasst ein Like da, kommentiert, nehmt euch ein Abo, wenn noch eins da ist, und ich sage mal, bis dann, euer Vic.